Erwartet ihr ein Einschreiben der Deutschen Post und seht in der Sendungsverfolgung diese Meldung, die Sendung wurde eingeliefert und befindet sich in der Zustellung, dann könnt ihr an diesem Tag mit der Lieferung des Einschreibens rechnen. Eingeliefert wurde der Brief schon ein, zwei Tage vorher. Das ist ein bisschen verwirrend, diese Formulierung hier im Tracking. Wichtig ist nur, wenn ihr diese Meldung seht, dann wird der Brief höchstwahrscheinlich an diesem Tag zugestellt. Ja, apropos Einschreiben. Einschreiben haben in der Sendungsverfolgung keine Bearbeitungsuhrzeiten. Das ist ein bisschen merkwürdig, weil wenn ihr jetzt Briefmarken mit Matrixcode verfolgt, da erscheinen Bearbeitungsuhrzeiten im Tracking, bloß bei Einschreiben nicht. Ja, klingt komisch, ist aber so, muss man so hinnehmen. Dann auch zu Briefmarken mit Matrixcode gibt es eine Besonderheit, denn dort erscheint in der Sendungsverfolgung manchmal die Meldung, wurde im Logistikzentrum zum Beispiel Hamburg bearbeitet und geht am Datum in Zustellung. Dieses Zustellungsdatum, was dort angezeigt wird, hat eigentlich keine Aussagekraft. Ob der Brief wirklich an diesem Tag in Zustellung geht, steht in den Sternen. Die wirkliche Zustellung kann 1, 2, 3, 4, 5 Tage später erfolgen. Man kann es nicht herausfinden. Genauso unzuverlässig ist auch das Tracking bei Priobriefen. Priobriefe werden gerne von eBay-Verkäufern genommen, weil Priobriefe eine Zugestellt-Meldung bekommen und dann weiß eBay, aha, der Verkäufer hat die Ware bekommen. In Wahrheit ist aber dieser Zugestellt-Scan bei Priobriefen ziemlich aussagelos, denn die Deutsche Post stellt bei Priobriefen immer um 18 Uhr des geplanten Zustelltages wird ein Priobrief automatisch auf Zugestellt gestellt. Also Beispiel, ihr habt einen Priobrief am Donnerstag verschickt, am Freitag ist das geplante Zustelldatum, um Punkt 18 Uhr am Freitag wird der Priobrief den Status zugestellt bekommen. Auch wenn der Priobrief gar nicht zugestellt wurde, sondern erst 1, 2, 3, 4 Tage später zugestellt wird. In der Theorie ist es so, dass Zusteller ein Zustellhindernis einbuchen sollen, wenn sie einen Priobrief nicht zustellen. Dann erscheint im Tracking, der Brief konnte heute leider nicht zugestellt werden, wir versuchen es morgen erneut. Dieses Zustellhindernis bei Priobriefen habe ich in meinem ganzen Leben aber bislang erst einmal erlebt. Also nur sehr wenige Zusteller tun das. Und meistens ist es wirklich so, dass Priobriefe um 18 Uhr einen zugestellten Scan bekommen, obwohl das gar nicht in der Praxis zutrifft. Erwartet ihr eine Sendung aus dem Ausland, genauer gesagt aus dem Nicht-EU-Ausland, dann muss sie in Deutschland vom Zoll abgefertigt werden. Ausnahme, wenn es nur eine reine Dokumentensendung ist, also ein Brief. Der muss nicht durch die Zollabfertigung, aber alle Warenlieferungen müssen vom deutschen Zoll abgefertigt werden. Und dann kann die Wartezeit leider 2 bis 4 Tage oder 2 bis 4 Wochen betragen. Man weiß es nicht, man kann es auch nicht beeinflussen. Für euch ist nur wichtig zu wissen, wenn eine Sendung in der Zollabfertigung festhängt, macht euch keine Sorgen, wenn es mal länger dauert. Eine Ausnahme besteht für Warenlieferungen mit so einer Sendungsnummer. In diesem Format endet mit DE. Dann ist in der Regel keine Zollabfertigung in Deutschland notwendig und ihr bekommt die Lieferung schneller. Und der letzte Tipp, da geht es ebenfalls um Warenlieferungen aus dem Ausland. Und zwar werden die ja manchmal in der Filiale zur Abholung hinterlegt, insbesondere dann, wenn Einfuhrabgaben fällig werden. Dann hinterlegt der Zusteller die Sendung vielleicht in der Filiale. Ihr müsst sie dort abholen und es kann passieren, dass die Sendung in der Filiale nicht auffindbar ist. Ihr bekommt gesagt, nee, tut uns leid, die Sendung liegt hier nicht. So eine Situation hatte ich jetzt in den letzten Tagen und Wochen schon mehrfach im Paketerforum und auflösen lässt sich das manchmal, indem man in der Filiale darum bittet, dass wirklich das gesamte Lager, alle Lagerflächen durchsucht werden, denn es kann sein, dass eine Sendung falsch einsortiert wurde. Insbesondere dann, wenn eine Filiale sowohl Briefe als auch Pakete bearbeitet, kann es sein, dass eure Briefsendung vielleicht bei den Paketen liegt oder eure Paketsendung liegt bei den Briefen, je nachdem, welches Format sie hat. Also insbesondere bei Warensendungen aus dem Ausland ist es so, da steht manchmal auf der Benachrichtigungskarte Einschreiben, obwohl es ja ein größeres Päckchen ist und das bei den Paketen liegt im Lager. Wenn aber auf der Benachrichtigungskarte steht, ihr wollt ein Einschreiben abholen, dann schaut der Filialmitarbeiter vielleicht nur im Brieflager nach und nicht im Paketlager. Umgekehrt kann es auch so sein, ihr wartet ein Paket, das ist aber so klein, dass es bei den Briefen einsortiert wurde. Deshalb mein Tipp, bittet die Mitarbeiter darum, auch in allen Lagerflächen nachzuschauen. Manchmal hat es auch andere Gründe, dass eine Sendung in der Filiale nicht sofort abholbereit ist, dass die Filiale vielleicht von DHL noch nicht beliefert wurde oder dass die Sendung noch nicht im Lager einsortiert wurde, geht dann 1 bis 2 Tage später nochmal in die Filiale und fragt nach eurer Sendung. Ja, und hier habe ich euch noch 2 weitere Videos verlinkt mit weiteren Tipps rund um die Sendungsverfolgung. Das sind auch wieder Videos auf meinem Kanal hier namens Paket da.